Sind die Ankündigungen Putins, nur noch russische Rubel für Erdgaslieferungen zu akzeptieren, eine Gefahr für die Aktienmärkte oder ist es vielleicht sogar eine Befreiung? Wir wollen uns das mal angucken. Das Ergebnis ist nicht für alle Märkte gleich, deshalb schauen wir uns das unbedingt mal gemeinsam an. Ja, tatsächlich ist das eine ziemlich heftige Nachricht und ich glaube, dass einige den möglichen Sprengstoffgehalt, hätte ich fast schon gesagt, dieser Nachricht noch gar nicht auffassen können, denn es ist tatsächlich geeignet, wirklich die Welt massiv zu verändern. Ich denke mal an den Petrodollar, der eventuell, je nachdem welche Länder und in welchem Ausmaß sich jetzt nun dann abkehren von dem US-Dollar-Bezahlsystem und sagen, dann zahlen wir es halt direkt in Rubel oder in chinesische Yuan oder in welcher Währung auch immer, damit wir eben noch unsere Rohstoffe beziehen können, damit wir unsere Waren noch beziehen können oder absetzen können. Das kann durchaus bedeuten, dass sich da einiges tut. Einiges tun kann sich dabei unter anderem beim Goldpreis. Warum das Ganze? Wenn die Länder doch untereinander im Austausch stehen und nicht mehr auf die Devisenreserven in US-Dollar zurückgreifen, sondern zwischen den einzelnen Ländern, passiert das faktisch natürlich durch gewisse Notes, durch sogenannte Staatsverschuldungsschreiben, die man sich da gegenseitig zuschiebt, aber die Absicherung dürfte wahrscheinlich in Gold passieren. Warum reden wir über Gold? Ich habe über Gold geredet in meinem englischsprachigen Video. Wer also ein bisschen Englisch versteht, beziehungsweise meine Zeichnung folgen kann, der kann sich oder sollte sich dieses Video angucken, denn es kann deutlichen Effekt haben. Außerdem gehe ich da natürlich nochmal auf Erdgas und Erdöl ein. Und ich glaube, da gibt es im Moment ganz spannende Situationen. Ich habe den Link hier oben hin und unten runter. Schaut euch das an und vergesst nicht, den englischsprachigen Kanal, der nicht mit diesem identisch ist, auch zu abonnieren, damit ihr solche Videos, wenn ich das mal nicht ankündige oder mal einen extra Beitrag auf Englisch mache, dass ihr das auch mitbekommt. Also nicht nur diesen deutschsprachigen Kanal abonnieren, den englischsprachigen ebenfalls, sonst kriegt ihr es am Ende nicht mit und wer weiß, vielleicht ist es sogar schade. Es ist vielleicht nicht für alle schade, denn ihr habt schönerweise und dankenswerterweise ganz viele Kommentare drunter geschrieben und manche, die haben mich wirklich gewundert. Bevor ich etwas aber dazu sage, manchmal lösche ich Kommentare, manchmal sagt man, ja, hier steht 60 Kommentare, jetzt sind es aber nur noch die Hälfte in Anführungsstrichen. Löschst du Kommentare? Ja, ich lösche Kommentare aktiv, allerdings ausschließlich, wenn es irgendwie sowas ist, hier Mr. XY, der hat mir mit dieser Telefonnummer bei den Bitcoins ganz toll geholfen. Also, ich lösche Kommentare, solange sie nicht beleidigend oder sonst irgendwie ganz schlimm sind. Aber das habe ich in den letzten Jahren überhaupt nicht wahrgenommen. Würde ich keine Kommentare, auch kritische, nicht löschen. Im Gegenteil, ich habe nämlich einige kritische. Einer war zum Beispiel, der geschrieben hatte in dem letzten Video, hör, immer das Gegenteil von dem machen, was er sagt, das wirkt gut. Das finde ich natürlich doof, aber der Kommentar war wichtig, denn mir ist dabei aufgefallen, tatsächlich, wenn man nicht so genau zuhört oder wenn ich mich nicht so gut ausdrücke dazu, das kann durchaus auch der Fall sein, dann kann man das Ganze missverstehen und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache nochmal ein bisschen ein Detail, damit ihr wirklich das Sinnvolle rausholt und da nicht einem Fehler unterliegt. Deshalb dieses Video ein bisschen ausführlicher auch in diese Richtung, auch gerade deshalb, weil es ein paar Hinweise ja dazu gab von mir, DAX bei 8.000, jetzt ist der DAX wieder von, ich muss mal schnell nachgucken, von 12.500 ungefähr auf 14.300, du mit deinen 8.000 liegst ja völlig falsch. Ja, ich habe insofern falsch gelegen, also meine Erwartungshaltung hat sich nicht geändert, die ist genauso bisher auch eingetroffen, wie ich das absolut in Ordnung finde. Ich habe es aber möglicherweise nicht gut genug erklärt und gerade auch diejenigen, die das vielleicht nur mit einem halben Ohr jetzt mitgehört haben, das alte Video, die kommen da zum falschen Schluss und sagen, wieso, der redet von 8.000, jetzt schießt der Kurs nach oben, der hat ja keine Ahnung. Ob ich Ahnung habe, weiß ich nicht, aber ich habe zumindest mal eine Idee, wie der Markt normalerweise funktioniert und wir wollen uns das Ganze jetzt mal angucken und diese Idee, die liegt jetzt nicht daran, dass ich das hier mit dem schlauen Kopf selber mir ausgedacht habe, sondern das ist das, was einerseits statistisch eben auswertbar auch ja vorliegt und eben auf der anderen Seite auch von vielen schlauen Köpfen und von vielen aktiven Marktteilnehmern ja auch so umgesetzt wird, also dementsprechend eine, sagen wir mal, Breitenwirkung haben dürfte. So, gehen wir doch mal ran an den Chart. Einmal ganz kurz zum Warmwerden, die aktuelle Situation beim DAX. Ihr habt auch euch einige Sachen gewünscht, die werden wir dann irgendwann zwischendurch auch mit einarbeiten. Also Wünsche versuche ich immer gerne mit zu erfüllen. Ein Punkt, der jetzt ja war, Mensch, es ist immer genau das Gegenteil, was du sagst. Und
Tatsächlich kann man das so auffassen. An dem Bild der Achttausende, schaut euch dieses Video gerne an. Ich werde es ebenfalls oben nochmal verlinken. Und auch unter dem Video nochmal, hat sich ehrlich gesagt überhaupt nichts verändert, denn es ist auf einem ganz anderen Zeitrahmen entstanden. Es ist also durchaus denkbar, dass das, also sehr realistisch, viele Wochen, vielleicht sogar viele Monate, vielleicht sogar noch einige Jahre dauert. Das klingt jetzt erstmal doof, weil man sagt, ja, was soll ich denn mit so einer Aussage anfangen? Hilft uns aber, Bewegungen, die wir zwischendrin bekommen, zu sortieren. Und eine Bewegung, die wir jetzt zwischendrin bekommen haben, das ist diese hier. Und das ist etwas, das extrem bullisch aussieht. Und jetzt muss ich gerade mal reingrätschen, weil jetzt kann ich mir vorstellen, dass einige sagen, ha, er hat das gesagt, bullisch, also kaufe ich. Nein, 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 um Himmels Willen. Ja, das sieht bullisch aus. Und das überzeugt mich auch, dass das gar nicht so schlecht ist mit der bullischen Seite. Aber vorsichtig, das hat nichts damit zu tun, dass ich an dieser Stelle jetzt kaufen würde. Es ist überhaupt gar keine Kaufempfehlung an der Stelle. Gar nicht, im Gegenteil. Der Kurs ist gestiegen, er ist relativ stark gestiegen. Das ist normalerweise kein gutes Zeichen, um jetzt zu kaufen. Denn das ist der erste Teil von dem, was ich haben will. Ich nenne das Ganze Eyecatcher oder man kann es auf Deutsch Blickfang sagen oder das Ding, was meine Aufmerksamkeit erregt. Dieses Ding sagt mir, kaufen fände ich super. Aber erstens mal, ich will einen besseren Preis haben und vor allen Dingen, ich will eine Bestätigung dafür haben. Und was kann es besser bestätigen, dass aufwärts die richtige Richtung ist? Dass jedwede Gegenbewegung schwach ist. Also, sprich, wenn das die starke Seite ist, brauche ich etwas, was idealerweise in der Gegenbewegung Schwäche zeigt. So wie ich es jetzt blau angezeigt habe, das ist nur ein Modell. Ich weiß nicht, ob das passiert. Aber nehmen wir mal an, es würde so passieren, weiß ich, welche Seite ist die stärkere. Nur die beiden blauen Sachen angucken. Aufwärts, abwärts. Aufwärts ist stärker, würde man doch wohl so sagen. Und dabei geht es nicht um diesen Größenunterschied, oder der ist viel kürzer als der hier, sondern es geht um die Form. Alternativ kann das Ganze auch so sein, dass das die Anstiegsbewegung ist und wir eine ABC hier hinten kriegen. Auch jetzt würde man sagen, wenn man das ein bisschen hinschiebt, naja, abwärts ist zögerlicher. Guck mal, wie die da hin und her eiern, als die Aufwärtsseite. Jetzt ist es schon fast ein Trade. Aber selbst das ist für mich kein Trade. Nehmen wir mal an, wir bekommen sowas in der Richtung. Dann möchte ich noch wissen, dass das hier wirklich zu Ende ist. Und dafür gibt es ein paar Indiziengeber. Ein Indiziengeber, das können sowas wie die Fibonacci-Linien sein, idealerweise Cluster. Dazu habe ich ein extra Video gemacht. Ich werde das ebenfalls verlinken. Guckt euch einfach mal an diesem Kanal um. Da werdet ihr so viele Beiträge finden, die solche Sachen auch schon erklären. Ich meine, ich hätte auch schon ein Cluster-Video hier parat auf YouTube. Schaut da mal danach. Wenn es mehrere dieser Linien auf einem Niveau gibt, dann ist die Chance, dass wenn der Kurs da irgendwie hineiert, relativ groß, dass das dann natürlich da auch dreht. Ja, im Moment können wir das noch nicht sehen, weil es fehlen mir noch zu viele Informationen hier. Ich hätte da schon ein bisschen gerne vor und zurück, vor und zurück. Dann habe ich halt etwas mehr Größenvergleiche. So. Eine andere Variante, das ist eine sehr einfache, nicht zwingend immer die beste, aber eine sehr einfache. Wenn der Mechanismus fallender Hochs, fallender Tiefs durchstoßen wird, dann ist wahrscheinlich die Abwärtsbewegung zu Ende. Und jetzt hat er ja gesagt, ist ein Bullenmarkt. Dann wird gekauft. Es ist ganz wichtig, wer jetzt rausgeht aus dem Video, wieso? Er hat gesagt, es ist ein Bullenmarkt, weil guck mal, wie schön er nach oben gegangen ist. Und dann sagt, immer wenn ich dann das Gegenteil mache, also abwärts, liege ich besser. Naja, ist ja auch nicht schlecht, solange ihr Gewinne macht, freut mich das ja. Aber es ist ja das, was ich erwarte, dass er jetzt dreht. Also, das ist gar nicht meine Erwartungshaltung, dass jetzt der Anstieg direkt folgt, sondern es ist meine Erwartungshaltung, dass der Kurs jetzt erstmal runterkommt. Das heißt, ihr seht schon mal ungefähr, wie ich jetzt auf den DAX blicke. Die aktuelle Bewegung, machen wir uns nichts vor, die ist stark gewesen, die letzten Tage. Der März war super stark. Das ist ein super Zeichen, denn das bedeutet, dass nehmen wir mal an, die Abwärtsseite wird jetzt schwach in den nächsten Tagen. Ja, warum kannst du das nicht vorhersagen? Naja, in die Zukunft gucken kann ich auch nicht, das kann keiner. Zumindest nicht seriös. Ja, gibt sicherlich 0190er-Nummern, wo man das
astrologisch kann, oder es gibt auch so Leute, die irgendeinen Chart-Service oder einen Dienst anbieten und sagen, ich prophezeie euch, da um 17 Uhr passiert das und das. Na, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber ich kann erkennen, wenn die Marktteilnehmer so drauf sind, sind die da nicht in der besten Stimmung für Short, insbesondere nicht, wenn er das dann nachher nach oben rausnimmt. Das heißt, das erhöht die Chancen, damit richtig zu liegen, enorm. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf das Bild. Ich hatte ungefähr hier, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr genau, es kann sein, dass ich hier das Video hatte, ich mache es ja immer am Wochenende, aber theoretisch mit Bruch dieser Marke hatten wir das Unterschreiten. Das heißt, machen wir das mal hier kurz dingfest. Wo war das? An dieser Marke. Da habe ich gesagt, wenn er das unterschreitet, jetzt haben wir quasi die 8000. Das Video kam vielleicht ein paar Tage später, weil halt immer am Wochenende. Aber da sind die 8000. Das heißt aber ja nicht, dass ich an der Stelle verkaufe. Ich bin noch nicht bescheuert. Warum nicht? Weil wir sind jetzt auf dem Tiefpunkt. Ja, aber ist doch noch weitergefallen. Ja, das mag schon sein, aber was ich brauche, ist irgendwie etwas, was wackelig hochgeht, damit ich wieder sehen kann, ach ja, das ist die schwache Seite, die starke Seite, die schwache ABC hoch, dann kann ich sagen, ich gehe in die Fortsetzung. So, und jetzt vergleichen wir mal. Ich konnte euch nicht sagen, ob das passiert. Was ich aber gut erkennen kann, ist, dass das, was wir bekommen haben, nicht das ist. Das heißt, ich kann noch so sehr auf der Short-Seite sagen, naja, die 8000 ist realistisch. Im Moment macht Short keinen Sinn, überhaupt gar keinen Sinn. Aber es ist ja auch nicht verwechselbar. Denn das ist das, was wir gekriegt haben. Das ist das, was es für ein Short bedarft hätte. Ja, für Short überhaupt gar keinen Ansatz. Ja, also, ihr seht schon, das ist also eine Sache, die ihr auf verschiedenen Zeitebenen, es geht natürlich auch Intraday, euch angucken könnt. Das Prinzip ist da das gleiche. Also, ihr braucht dann die entsprechende Bestätigung. Dadurch, dass der Kurs jetzt sehr stark gegangen ist, ich kann mir vorstellen, dass wir sowas bekommen und dass es nachher nach oben geht. Aber wenn wir hier oben sind, irgendwo hier sind, und das ist die Abwärtsbewegung, naja, das ist schon sehr stark hier hoch. Naja gut, kann trotzdem noch nach unten gehen, solche Verhalten gibt es. Aber das zweite Szenario, was ich in dem 8000er Video auch gezeigt habe, ist ja auch denkbar, dass das ein Ending ist. Da gibt es sogar nochmal ein neues Allzeithoch. Der Dow lässt das aktuell eher vermuten und der DAX zieht ganz gerne mit dem Dow mit. Ob das aktuell genau der Fall sein wird, werden wir noch sehen. Wir wissen, dass zumindest mal die Ukraine oder die russische Politik im Moment einen anderen Auswirkung auf Amerika hat, nämlich nicht so wirklich viel im Verhältnis zu dem, was für die deutsche Wirtschaft da vielleicht noch auf uns zukommt. Aber es ist ja durchaus denkbar, dass das der Fall ist. Das Bild hatte ich ja gezeichnet. Warum? Wie gesagt, schaut euch das andere Video an dazu. Und das ist danach halt erst, weil das ist kein typisches Verlaufsmuster für ewige Treue für Aufwärtsmärkte. Das ist irgendwann im Anschluss dann zu diesem Rücksetzer kommt. Und das ist auch nicht schlimm, sondern einfach nur bis zum letzten Tief. Das ist normal. Es könnte auch dieses sein, das wäre aber eigentlich eine Nummer zu klein. Eigentlich müsste es dieses sein, weil da ist dieser fünfwellige Zyklus zu Ende und es ist relativ gerne das. Also, wenn es gut läuft, kriegen wir nur von 17.000 bis 12.000. Aber ich sag mal, typischer wäre eigentlich so ungefähr dieses. Es kann ein bisschen höher sein. Vielleicht sind es auch nur 10. Vielleicht sind es auch 6.000. Werden wir dann noch sehen. Das können wir uns dann überlegen, wenn wir das nächste Mal wackelig hochkommen und eben Brüche nach unten bekommen. Auch diese Bewegung wird nicht senkrecht sein. Das ist also nicht immer so senkrecht wie hier. Das kann auch mal so wie hier eben, was eher typisch ist sogar, dass es irgendwie sich so in der Form irgendwie ergibt. Und dann seht ihr, da gibt es ja auch Gegenbewegungen in der Geschichte. So, auf der 8000 will ich im Moment nicht so sehr rumreißen, weil für reiten. Denn für die aktuelle Situation ist es gar nicht so aktuell. Es sei denn, der würde jetzt in den nächsten Tagen das machen. Ja, dann ist Bullish erstmal nicht so en vogue, insbesondere, weil wir brauchen doch irgendwie sowas. Wie groß dürfen die Bewegungen sein? Messt einfach mal vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt. Und dann habt ihr ja diese Fibonacci-Levels hier, die eine Orientierung bieten, wie eine Korrektur typischerweise aussieht. Ich kann mir also gut vorstellen, dass wir in den nächsten Tagen hier runterkommen. Muss noch nicht sein in den nächsten Tagen, weil so richtig Schub nach unten sehe ich hier noch nicht. Das gucken wir gleich mal in Amerika an. Vielleicht kommen wir von dort irgendwie in den Druck rein. Aber wenn er das machen würde, dann hätten wir hier auch einen wunderschönen Trigger für die Long-Seite. Das fände ich cool. Ob das so kommt, sage ich euch dann, wenn es soweit ist.
aber wir müssen auf das hier achten. Jetzt zu kaufen wäre eher was für kurzfristig nochmal, solange die Aufwärtsrichtung stark ist. So im 15-Minuten-Chart beim DAX hat man eher den Eindruck, dass die Abwärtsseite die stärkere ist und aufwärts eher die schwächere. Auch hier die schwächere. Insofern finde ich kaufen jetzt nicht mehr so wirklich toll. Aber das werden wir dann ja sehen nach dem Wochenende. Ja, gucken wir doch mal auf die Amerikaner. Bevor wir gleich noch ein paar deutsche Titel auch, die ihr euch gewünscht habt. MDAX war ein Wunsch, den gucken wir uns gleich auch nochmal an. Aber machen wir mal einen ganz kurzen Blick über den großen Teich. Das ist hier der Dow Jones. Und da sehen wir, da ist nach wie vor übergeordnet tatsächlich nichts verändert. Da wir immer noch diese Unterstützung überhaupt nicht durchstoßen haben, finde ich hier das Abwärtsbild aktuell längst nicht so akut. Ich würde eher sagen, ein 2, 3, 4, 5 wäre das typische Bild. Also nochmal neue Hochs. Das muss nicht exakt hier sein, kann tiefer sein, kann auch vielleicht höher sein, aber irgendwo da oben. Und danach sind wir mit diesem Zyklus fertig. Und nach dem Zyklus wäre es eigentlich typisch, mindestens das wieder zu sehen. Oder eben das hier, was übergeordnet durchaus sehr realistisch ist. Ja, das ist ja hier auch mehr oder weniger gewesen. Ihr seht das hier. Das ist hier die Korrektur. Dieser Rücksetzer, der ist ungefähr da, wo es davor angefangen hat. Und das war das, der Rücksetzer hier. Das ist nur ein bisschen eine Lücke, aber man hat so eine Orientierung, wie weit so ein Rücksetzer runtergeht. Das ist also jetzt nichts Außergewöhnliches. Ja, also deshalb lassen wir mal so als Hintergedanken. Und Sprengstoff hat die Ankündigung mit dem Rubel und die mögliche Beendigung oder beziehungsweise Einschränkung des US-Dollar-Zahlungssystems weltweit, also des sogenannten Petrodollars, hätte einen gewissen Sprengstoff. Wir werden das sehen. Und die Notenbank tut gegebenenfalls das Übrige dazu, nämlich, dass sie durch Erhöhung der Zinsen einige Marktteilnehmer sagen: Oh, wenn ich wieder Zinserträge, oh, dann gehe ich mal aus den Aktienmärkten raus, weiß man eh nicht so genau. Also Sprengstoff wäre genügend da, um das zu tun. Ja, die Notenbank muss dann einerseits die Inflation bekämpfen, dadurch die Zinsen erhöhen. Das wiederum drückt dann den Aktienmarkt. Also insofern, da Argumente gäbe es genug. Ob das tatsächlich so kommt, weiß ich nicht. Aktuell, muss man ganz klar sagen, sehen die Marktteilnehmer das nicht als so vorrangig kritisch an. Denn die Aufwärtsbewegung ist ja immer noch einigermaßen hoch. Und die Abwärtsbewegung, die wir beim Dow hatten, sieht aus meiner Sicht klar korrektiv aus, weil viele Kursüberschneidungen. Entweder ist es A, B, C. Fertig und ab jetzt geht es richtig weiter. Oder es geht vielleicht auch noch mal einmal runter, aber auch dann ist das ja korrektiv, weil die Kursüberschneidung, dann geht es halt danach nach oben. Also der Dow Jones macht aktuell nicht den Eindruck, als ob er wirklich Druck nach unten aufbaut. So, aber jetzt habe ich blöderweise zwei Szenarien gemalt, nämlich das eine, es geht jetzt direkt hoch nach A, B, C. Das heißt jetzt kaufen. Ah, vorsichtig. Oder er macht das, nee, das macht er nicht. Das war eine falsche Zeichnung hier. Er macht das hier. Das ist aber doof, dann eben nicht jetzt kaufen, sondern nochmal tiefer. Und das ist genau der Grund, warum wir nie am irgendeinen Hochpunkt kaufen. Natürlich kann der erst noch weiter steigen, dann wäre es ja noch gegangen. Aber abwarten immer auf irgendeine Korrektur. Fällt der korrektiv runter, dann sage ich mir, nee, den gehen wir halt nochmal um. Geht der jetzt von irgend so einem Hochpunkt steil runter und wackelt am Ende hoch, dann gehen wir halt nochmal short. Ich weiß, dass viele dann an so einer Stelle besonders das verlockend finden und sagen: Guck mal, jetzt ist er so stark gestiegen, da mache ich jetzt auch mit. Und dann erwischen sie natürlich ziemlich genau den Hochpunkt, kaufen dort und wundern sich dann, dass der Kurs runtergeht. Und wenn sie Glück haben, geht er korrektiv runter, später kommt er, dann kommt man ins Aussitzen. Aber es wäre nicht das erste Mal, und das spreche ich auch aus eigener Erfahrung während meiner Anfangszeit, dass ich dann gesagt habe: Ja, komm, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich schließe die Position und gucke dann zu, wie es ohne mich läuft. Fand ich nicht super. Ja, viele kennen das sicherlich aus eigener Erfahrung. Denkt mal daran, wenn ihr zurückdenkt oder wenn ihr so eure aktuelle Situation euch anschaut. Also Dow Jones tendenziell im Moment nicht auf Verkaufsstimmung aus, zumindest im Großen nicht. Das Bild ist nicht komplett vom Tisch. Das, was wir hier haben, hat Potenzial, einfach nur eine Gegenbewegung in dieser Abwärtsbewegung zu sein. Trotz alledem sieht die gesamte Bewegung korrektiv aus. Das heißt, selbst wenn es nochmal tief geht, selbst wenn wir das nochmal nach da unterschreiten, diese Marke, die ist ja jetzt nicht, dass er da nicht durch kann, nochmal kurz nach unten, sieht es beim Dow Jones erstmal nicht so schlecht aus. Wie also jetzt in den nächsten Tagen verhalten?
Das ist ja etwas, was wir konkret dann im Board for Trading angeben. Und hin und wieder mache ich ja auch innerhalb der Woche so kleine Updates zu den Indizes. Das wird davon abhängen, ob hier die nächste Bewegung wackelig eben runtergeht. Idealerweise vielleicht nicht mal so groß, sondern vielleicht eher so auf diesem etwas kleineren Niveau, dass der Markt hier irgendwie sowas macht. Dann kann man sagen, ja gut, dann gehen wir dann nochmal eher davon aus, dass sich das nach oben fortsetzt. Also ihr seht, das Ganze hängt mit dieser Bewegung, die als nächstes kommt. Ja, warum kannst du denn nicht, ja, weil ich diese Wochenende halt am Video, am Wochenende, diese Videos am Wochenende mache. Das heißt, ich muss jetzt das entweder abwarten und nächste Woche drüber berichten oder wir sehen das halt innerhalb der Woche. Deshalb der Hinweis, seht ihr das schon innerhalb der Woche, könnt ihr da schon drauf reagieren. Seht ihr das erst am nächsten Wochenende, kann ich das auch natürlich konkret mit aufarbeiten oder einarbeiten in dem Fall. Aber ich kann immer nur das traden, was der Markt oder ansagen, was der Markt mir zu dieser Situation gibt. Der S&P 500 ebenfalls, was das angeht, sehr ähnlich. Also wir haben auch hier eine starke Dreiwelligkeit, die wir sehen und eine Chance, dass das passiert. Dann sollte es idealerweise immer schön wackelig runtergehen. Denkt immer so ein bisschen dran, Fibonacci, Retracements hier, so diese mittleren Boxen, solange das wackelig hier reinfällt, ist alles gut. Jetzt hier zu kaufen, finde ich nicht attraktiv. Ja, es kann sein, es ist sogar sehr realistisch, es kann ohne weiteres sein, dass der Kurs erst weiter steigt, bevor er das macht. Dann habe ich ja das verpasst. Ja, das ist schon so. Aber das Problem ist, wenn ich hier jetzt reingehe, dann habe ich kein vernünftiges Stoppniveau. Wo soll ich denn dann stoppen? Hier? Das ist doch nicht attraktiv. Oder hier irgendwo? Das macht doch alles keinen Sinn. Wenn ich also da noch rein möchte, dann bitte niemals hier. Ohne Probleme? Hier. Gleiche Preisniveau, aber dann auf der kleineren Ebene, nämlich immer dann, wenn ich eine Seite sage, ist stärker und die andere ist schwächer, dann kann ich sagen, ja gut, gehe ich mit der starken nochmal. Also im Kleinen kann ich das machen, aber dann bitte nicht auf Tagesebene da oben einsteigen. Das ist aus meiner Sicht nicht so besonders sinnvoll. Also, das Gegenbeispiel dazu wäre, dass wir zwar eine ABC runter haben, anschließend jetzt hier eine Flat-Gegenbewegung und nachher nochmal eine ABC. Das wäre auch typisch, das wäre dann ein Double Sideways, vorne, Entschuldigung, Double Zigzag, nämlich vorne ein Zigzag und hinten ein Zigzag und würde uns nochmal runterführen. Halte ich für realistisch, warum? Weil der Rücksetzer, den wir bisher hatten, noch nicht so richtig bis zur 38,20 gelaufen ist. Also, dass wir nochmal 3.800 sehen, finde ich absolut in Ordnung. Ja, was denn jetzt? Soll ich jetzt kaufen oder verkaufen? Habe ich ja gesagt, jetzt nichts machen. Es sei denn auf einer kleinen Ebene. Kleine Ebene ist kein Thema, aber in dieser großen Ebene nichts machen. Geht der Kurs wackelig runter, suche ich Käufe, Trigger oder andere Einstiegsverfahren, aber sowas zum Beispiel. Geht der Kurs steil runter, dann kaufe ich ja nicht. Ist ja nicht wackelig, ist ja nicht korrektiv. Wenn er dann korrektiv nach oben geht, verkaufe ich in der Erwartungshaltung, dass da eben noch mehr geht. Also das ist das, was ganz wichtig ist. Wenn ich hier sage, ich glaube, dass es jetzt eine bullische Situation oder eine bärische ist, ist das nur die Situation betreffend. Aber das ist doch kein Einstiegspreis. Ihr dürft immer dran denken, ihr müsst immer dran denken, dass ihr Händler sein wollt. Und Händler kaufen nie zum normalen Preis. Ein Händler handelt. Der verhandelt und sagt, ich will einen günstigeren Preis. Und dann sehe ich an der Preisverhandlung, ob das ein guter Preis ist oder nicht. Wenn ich sage, zu diesem Preis will ich nicht kaufen, ich will einen günstigeren Preis. Und der Markt macht sowas, ja, kaufe ich nicht, weil ich habe es ja nicht günstiger gekriegt, teurer. Das stört mich aber nicht, weil als Händler bin ich ja nicht an diesem Preis interessiert. Am Händler bin ich an einer Preisdifferenz interessiert. So, das heißt, wenn der Kurs jetzt dann sagt, okay, dann gehen wir halt runter, du wolltest es günstiger, hier hast es, dann bin ich doch auch in der normalen Wirtschaft irgendwie komisch berührt, wenn ich ankomme und sage, ja, ist da noch preislich was drin? Ja, kein Thema, ich gebe es dir für einen halben Preis. Ist das irgendwo vom LKW gefallen? Ist das defekt? Ist da irgendwie was nicht mit in Ordnung? Warum kriege ich es denn jetzt auf einmal so günstig? Warum kommst du mir so schnell entgegen? Es muss schon so sein, dass eine Preisverhandlung ein bisschen ein Kampf hin und her ist. Dann kann man sagen, ah, okay, es fällt ihm schwer runterzukommen, aber er kommt mir entgegen.
dann weiß ich, es ist ein guter Kauf. Also das ist die Analogie zur normalen Welt. Das vergessen viele. Viele sagen, ja, aber du hast doch gesagt, das ist super. Ja, ich finde das super. Aber das ist doch kein Preis für einen Händler. Um Himmels Willen. Günstiger. Ich will es günstiger haben, sonst kaufe ich nicht. Nasdaq ist fast genauso, hat aber eine etwas andere Situation, hat nämlich hier ein Tief gehabt an der Stelle und von diesem Tief ausgehend jetzt nach oben. Und damit qualifiziert sich dieser als eine mögliche erste Welle. Wenn der jetzt hier wackelig runterkommt, perfekt, gefällt mir super. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob das wackelig runterkommt. Ich hoffe, dass ich das klar genug ausdrücke. Wenn ihr immer noch nicht so richtig Klarheit habt, was ich hier aussagen will, schreibt das ruhig rein in die Kommentare. Ich freue mich über Feedback, auch über kritisches Feedback. Das ist mir wichtig, weil nur dann verstehe ich, ob ich das überhaupt hier klar ausdrücke, weil ich finde es ziemlich logisch und nachvollziehbar, aber einige nicht. Und das hat nichts damit zu tun, die sind halt einfach nicht schlau genug oder sonst irgendwas. Nee, vielleicht haben die ein anderes Bild im Auge und kommen deshalb nicht auf das, was ich hier zeigen will. Deshalb ruhig dazu schreiben, das freut mich eher, denn das hilft mir, euch das besser verständlich zu machen, was ich damit ausdrücken will. Ja, also fühlt euch da nicht irgendwie, dass ihr euch zurückhalten müsst. Schreibt gerne rein, nee, verstehe ich super. Schreibt aber auch gerne rein, finde ich total doof oder kapiere ich nicht oder das ist doch dauernd falsch rum oder nicht. Weil dann sehe ich, muss ich das vielleicht nochmal anders darstellen. Also es geht mir nicht darum, dass ich da immer richtig liege. Das ist ja gar nicht meine Aussage. Ich liege ganz häufig nicht richtig. Aber es geht darum, dass mir dieses Verlaufsmuster eben etwas sagt, das ich dann eben verwerten kann, wenn ich das eben verwerten möchte. Ja, das geht im Großen hier hervorragend, im Kleinen natürlich auch, aber das Kleine gucken wir uns innerhalb der Woche an. Jetzt im Großen machen wir das mal so. Nochmal ein kurzer Hinweis, ich habe es hier auch drunter. Meldet euch für einen Test an, für Born for Trading. Da könnt ihr 3 Wochen das völlig unverbindlich testen, könnt ihr mal ausprobieren. Das endet von alleine, ihr müsst also nicht kündigen oder sowas, wenn ihr sagt, was für ein Mist ist das denn? Dann geht er halt wieder raus, stört ja nicht. Ja, und ihr müsst es auch nicht, wenn ihr sagt, nach einer Woche schon gefällt mir nicht, einfach laufen lassen, nicht angucken, fertig. Also man muss es nicht kündigen. Im Gegenteil, lasst den Test lieber laufen, ist mir lieber, als wenn ihr dann sagt, nimm mich da raus. Das ist dann technisch immer schwieriger. So, aber Nasdaq, also ein sehr schönes Bild, was wir hier haben. Und ihr seht, das ist gar nicht so groß anders wie das, was wir beim DAX haben. Ich gehe nochmal kurz auf den DAX. Ja, das ist ungefähr dieses Bild. Und jetzt kommen wir mal auf ein paar Wünsche. Nämlich, es gab ein paar Wünsche, zum Beispiel, dass wir uns mal den MDAX angucken. Und wenn ich mir den MDAX angucke, der sieht, was das angeht, ziemlich genauso aus. Ja, doller Anstieg hier, jetzt käme wackelig runter. Nehmen wir mal, also das wäre mir lieb. Ob es passiert, weiß ich nicht. Es kann steil runtergehen, dann weiß ich, ist bullisch ja überhaupt gar kein Thema, sondern nicht mal ansatzweise. Wenn es korrektiv in diesen Bereich reinkommt, wäre das hervorragend. Dann hätte ich nämlich einen schönen Einstiegstrigger, wir hätten unsere Lieblingszone erreicht und so weiter. Das fände ich super. Also der MDAX ist im Moment gar nicht großartig anders wie der DAX und böte uns die gleiche Chance. Wichtig wäre jetzt, dass das ABC oder irgendwie anders korrektiv aussieht, sodass man sagt, ja gut, das ist keine starke Richtung, die wir da jetzt haben. Das ist übrigens bei vielen Indizes im Moment so. Der FTSE 100, guckt ihr den mal selber an, wenn ihr wollt. Ich glaube, auch der Schweizer Index ist so. Den Österreicher habe ich jetzt gar nicht hier auf dem Plan gerade aktuell. Aber schaut euch das mal selber ein bisschen an. Das müsste bei vielen ähnlich sein. Deshalb kann ich auch relativ schnell hier auf 2, 3 Aktien nochmal eingehen. Eine war nämlich zum Beispiel die Allianz. Wir haben aktuell auch im deutschen Markt eine ganze Reihe. Guckt euch das an. Schöner Schub nach oben. Das Wackelige nach unten fehlt. Vielleicht fangen wir damit jetzt an. Ist durchaus denkbar. Covestro, genau das Gleiche. Guckt euch den Anstieg an. Das sieht doch nicht nach bärisch aus. Allerdings brauche ich einen Rücksetzer, um dann entsprechend zu sagen, okay, da mische ich nochmal auf der Long-Seite wieder mit. Na, also das wäre für mich wichtig und damit ihr die Größe dieses Rücksetzers einigermaßen beziffern könnt, vom tiefsten Punkt zum höchsten Punkt eine Fibonacci einzeichnen und sagen, klassisch wäre eigentlich, dass er hier hingeht. Und wenn er in diese Box ungefähr, ein bisschen unter, ein bisschen oberhalb dieser Marken, idealerweise da mitten rein. Aber es darf auch statistisch gesehen, darf es auch ein bisschen höher sein, das ist kein Problem. Aber es sollte dann korrektiv und korrektiv ist dreiwellig oder mehrwellig überlappend sein, dann haben wir ein ganz gutes Zeichen, dass das eher die nächste Richtung ist. Das wird nicht immer der Fall sein.
Das ist mir auch wichtig, dass ihr das nachvollzieht. Das funktioniert nicht in allen Fällen. Ich sehe nämlich hier zufällig ein Negativbeispiel. Hier hätte ich nämlich gesehen, toll hoch, toll ABC. Na, siehst du, Rüdiger, klappt gar nicht dauernd. Ist völlig richtig. Da hat es nicht geklappt. Da hätte ich jetzt, vielleicht haben wir das sogar, ich bin mir gar nicht mehr sicher, gesagt, Long-Situation, das, was wir hier haben, da hinten nochmal oder vielleicht sogar noch deutlich weiter. Und ihr seht, das klappt nicht immer. Ja, aber da zählt das Thema Chance-Risiko-Verhältnis. Das Risiko in dem Fall, weil wir wollen ja keine tieferen Tief, kann auf jeden Fall der Stop auf diesen Abstand. Ja, das ist also die Stop-Weite. Theoretisch sogar noch ein bisschen höher. Das habt ihr ja schon häufig gesehen. Ich habe ja Videos, wo ich das dann immer mit der 78er-Marke beispielsweise. Es gibt noch ein paar andere Stop-Methoden mit Trailing-Stop. Will ich gar nicht drauf eingehen, aber nehmen wir mal das. Und die Gewinnseite hätte im Prinzip ungefähr diese Größe. So, jetzt können wir mal gucken. Der Gewinn ist größer als der Verlust. Das heißt, sogar ein bisschen ungeschickt jetzt, dass ich es so gezeichnet habe. Machen wir es mal so halbwegs so. Nicht ganz doppelt so hoch in dem Fall. Also wäre das für mich gar nicht so ein sinnvoller Trade gewesen, weil ich möchte eigentlich, also anderthalb ist für mich so die Minimumbedingung. Ich möchte anderthalb mal mehr Gewinnseite, das hätten wir. Also ihr seht jetzt hier, das ist ungefähr 1,8, diese Länge der Stop-Seite zu diesem hier. Das kann man also machen. Vereinfachen wir mal 2 zu 1. Beim 2 zu 1 CRV reicht mir eine Trefferquote von 33%. Ohne Verlust dann zu machen. So, 33%, und da sage ich euch, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn das passiert, dass das ist, die liegt deutlich über 33%. Das heißt, obwohl es nicht immer klappt, was ich euch hier zeige, ist das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, so gut zu unseren Gunsten, im Regelfall, bitte im Zweifelsfall nachgucken, dass wir sagen können, den Trade kann ich auf jeden Fall machen, weil verlustig komme ich da nicht raus. Dann war noch eine Frage Dürr, aber Dürr, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht genau nicht so aus. Das fängt schon damit an, dass das längst nicht so impulsiv ist. Das sieht man hier, dass wir nämlich in dieser Aufwärtsbewegung A, relativ viele Überschneidungen haben und das Ganze auch noch dann sich immer mehr abflacht. Aber selbst wenn, wäre er hier wackelig runtergekommen, hätte man ja über eine Long-Position nochmal reden können. Ja, ist er nicht. Es gab hier überhaupt gar keinen Ansatz, irgendwie auf die Long-Seite zu wechseln zu dem Zeitpunkt. Null. An welcher Stelle hätte ich denn hier, wo hätte ich denn hier einen Long initiieren sollen? Null Bestätigung für die Long-Seite. Also insofern seht ihr schon, Dürr ist aktuell da, was das angeht, gar nicht so doll drauf. So, sieht negativ aus. Und wichtig, das muss ich jetzt wieder dazu sagen, sieht negativ aus. Das klingt so, okay, ich shorte jetzt. Nee, wir shorten nicht. Wir sind doch mitten in der Abwärtsbewegung. Ich shorte doch nicht am tiefsten Punkt. Noch dazu, wo wir hier eine Unterstützung haben. Also kaufen. Ich kaufe da ungerne. Wenn ich kaufe, dann will ich eine Bestätigung haben. Und das ist eine starke nach oben, eine wackelige nach unten. Dann finde ich kaufen super. Einfach hier an so einer Marke kaufen, finde ich nicht so gut, wäre aber eine Überlegung. Ja, wir haben hier eine gewisse Unterstützung, kann man tun. Wir haben auch sicherlich aus diesen Zwischenlevels hier, na, nicht mal so sehr. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, da jetzt irgendwo zu kaufen, finde ich nicht so doll. Ich mache mal hier noch ein Fibonacci dazu. Wir haben immerhin die 61,8er noch. Also, ja, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt hier dreht. Kann ich mir vorstellen, die können wir mal wegmachen, die brauchen wir nicht mehr. Aber ich kaufe nie einfach, nicht ins fallende Messer greifen, sondern sage mir, wenn, dann will ich sehen, dass der Kurs die Gegenbewegung macht, den Abpraller, und dann kann ich sehr gerne den Rücksetzer abwarten und dann handeln. Also, ich sage, das ist ein negatives Bild, aber ihr seht schon, das stimmt schon, das ist ja ein negatives Bild hier, wenn ich mir das angucke, überhaupt gar keine Kaufgelegenheit bis dahin gewesen. Ab jetzt bietet sich die Chance, aber die will ich jetzt sehen. Und ihr könnt natürlich sagen, ach komm, ich kaufe einfach ins fallende Messer, ist mir egal, ich mache das mal, in den fallenden Markt kaufen. Ja, aber da müsst ihr damit rechnen, dass er halt durchfällt. Das hat ja hier auch nicht gehalten oder hier auch nicht gehalten. Also nur weil da eine Unterstützung alleine ist, das ist nicht eine gute Bestätigung. Ja, wartet drauf, dass der Kurs hier irgendwas, dass die anderen Marktteilnehmer mal anfangen und sagen, hey, ich glaube, wir kaufen wieder. Und wenn die anderen das zeigen, dann sage ich, mach ich mit.
Aber ich muss doch nicht versuchen, mit meinen paar Kröten den Markt zu drehen. Ich weiß nicht, wie viel Konto ihr habt, aber für die meisten Privaten ist das nicht sinnvoll. Und auch für viele Instis ist es nicht sinnvoll, alleine versuchen, den Markt zu drehen. Also, im Moment würde ich dir sagen, spannend in der Situation drauf zu gucken. Wir haben eine gute Chance für einen baldigen Dreh. Den sehe ich aber noch nicht. Und da ich ja ersten Teil, zweiten Teil und die den Bruch hier noch durch die Korrektur brauche, habe ich noch bestimmt mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen, je nachdem, bevor ich hier in Aktivität reingehe. So, jetzt haben wir uns eine ganze Reihe Titel angeguckt. Ich könnte ja noch eine Stunde über 1000 andere Märkte, aber das ist etwas, was ich typischerweise werktags dann mache im Born for Trading. Viele, viele Videobeiträge. Wenn ihr Lust habt, macht ihr einfach mit. Es ist ja zumindest mal im Test erstmal völlig kostenfrei. Und wer dann sagt, na, das ist, bringt doch tatsächlich was, dann macht natürlich dann gerne mit. Aber erstmal, wie gesagt, den Test, um ein bisschen reinzuschmecken. Ansonsten bleibt mir, euch eine erfolgreiche Woche zu wünschen. Ich hoffe, dass ich damit das ein bisschen klarer gemacht habe, wie wir damit umgehen müssen mit der aktuellen Situation, wie wir unsere Positionierung da vornehmen. Falls nicht, schreibt das ruhig rein in die Kommentare. Also, solange ihr euch nicht gegenseitig fertig macht und an die Gurgel geht, sind auch natürlich unterschiedliche und auch kritische Kommentare immer sinnvoll, die Sache so zu beleuchten, dass wir einen neutralen Standpunkt bekommen und aus diesem heraus und nicht so sehr, ich habe aber das Gefühl, ja, ich weiß nicht, auf meine Gefühle mag ich mich ungern verlassen. Ich will immer gerne das sehen, was der Markt uns da bietet. In diesem Sinne, euch erstmal alles Gute, liebe Grüße, viel Erfolg für die nächsten Tage. Bis dann. Ciao, ciao.